letzte Runde im Community Game. Eben war ja ein krasses Spiel, 90 Minuten, anderthalb Stunden. Ich werde wie immer, oder nicht wie immer, letztes Mal habe ich ja gar nicht gerandomt, sondern da zum ersten Mal Huskar gespielt und jetzt werde ich mal random. Und wen bekomme ich? Crystal Maiden! Ich bekomme immer Supports in den, oder fast immer, ziemlich oft in den Community Games bekomme ich Supports, aber habe ich nichts dagegen. Haha, Techies. Okay. 10 seconds to pick. 5 seconds. Hurry, hurry. Brauche noch einen vernünftigen Offlaner. Behold the scourge of Icewreck. I knew they couldn't stay away. So, was kaufe ich denn? Ich kaufe einen Tango und einen Kurier. Dann hole ich mir noch Soll ich Offlane gehen oder Jungeln? Wir haben Timber für die Offlane. Grad. Okay. Das ist ein cooles Set vom Timber. Das sieht man gar nicht. Kann ich einen Sentry bekommen? Achso, ja, kaufe ich das auch noch. Sonst nichts zu tun. Hier, bitte. Ja, danke. Yo, Sanking, kannst du mir noch einen Tanko scheren, bitte? Noch ein, achso. Macht das Sanking. Ja, ich brauche beide. Ist schon okay, danke. So, Clarity. Ich kaufe mal eben alles ein. Was brauche ich denn noch? So, ein Magic Wand noch. So. Alles wird schon viel zu lange gedauert hier in der Base. Schon wieder viel zu lange gedauert. Na, könnte ich mal ein bisschen blocken. Selbst dafür zu lahmarschig. Urza macht es bestimmt. So, schauen wir mal, wie die Aufteilung ist. In der Mitte haben wir Windranger, okay. Und ein Centaur und Techies. Get away, you. Autsch. Der Techies, was meint ihr, der den Side-Shop gewardet oder wo wird er das gemacht haben? So wie er da in der Lane rumlief. Guck mal unten nach der Rune. This'll come in handy. Braucht ihr Mana? Dann kann ich schon mal. Ja, ich skill einmal die Aura. Dann gibt es schon mal ein bisschen Mana. Auch für den Timber auf der Offlane ziemlich praktisch. Fine. Leave. See if I care. First blood. Autsch, bin ich jetzt falsch reingelaufen. Da habe ich gerade oben geguckt, ob ich noch hinporte, und das habe ich zu spät gesehen, dass ihr da schon so weit unten wart. Wie sieht's mal hier oben aus? Ich komme mal hochgeportet. Geh mal jetzt drauf, geh mal rauf, dann komme ich hingeportet. Na, wenn sie vielleicht noch ein bisschen dive, in der Line nochmal in deine Richtung kommt, dann komme ich hochgeportet. So. So nicht. Ja, hinterher noch. Ich hab gleich wieder 5,
Sehr schön. Sehr nice. Schön gemacht. Danke. Habt ihr Gold zum Kurier-Upgrade? Ja. Kein Geld. Bleib mal hier oben gerade ein bisschen. Nerv mich ruhig ein bisschen. Ich verziehe mich dann bald wieder. Ich gehe oben zur Rune und hol die mal. Dann nice. Kannst du die unten die holen. Alles klar, ich glaube Windranger geht gerade top. Okay. Ja, sie war top. Ja, dann ist jetzt Miss. Oh shit. Ich hab gepanickt. Dürfen wir es nicht mehr vom Techies outplayen lassen, das ist total schlecht. Das stimmt. Das ist nicht so gut. So, ich hole mal einen Town Portal. Und dann ist das Geld schon wieder fast alle. Brauchen wir irgendwo Sentries? Ich porte gerade nach oben. Kämpf weiter, kämpfen wir jetzt wieder. Aber du bist schon weg. Wind range is missing. Alter! Was das für einen Schaden macht, wenn er mich einmal angreift. 104 ja, Schaden, das ist so bitter am Anfang. My temperature's dropping. Soll ich aufhören? Ich hol mir Top-Rune. Nice. Bin auf dem Weg zur okay. Rune. Fuck. Die haben mich eingekesselt. Wo soll ich einen Sentry platzieren? Brauchen wir noch kurz nur ein paar Last Hits. Okay. Damit ich mal die Tranquils einmal holen kann. Windranger holt sich Haste. Was passiert da unten? Braucht ihr da ganz dringend meine Hilfe oder kann die machen wir es am besten? Weil er bis am Roam. Der Tech ist saugut. Hm? Der Tech ist saugut. Ja, kann ich da was helfen gerade? Uns gemacht. Ich weiß es nicht. Warte mal kurz, ich heile mich gerade mal und dann können wir gleich mal auf den Lion gehen am besten oben. Windranger fehlt. Ich hab Crystal Nova und Frostbite. So, wenn der Line jetzt nochmal zu weit nach vorne kommt, dann lass mal drauf gehen. Können wir auch ein bisschen auf den jetzt erstmal drauf gehen. Ja, wir können auf ihn. Sehr schön. Terrorblade auch loszuwerden ist auch gut. Ich habe jetzt leider gerade keinen Town Portal. Ich kaufe mal welche, dann kann ich wieder runterkommen. Ich hab mal gepult.
I've got goosebumps. Ja, okay. Ich komme eben vorbei. Mitte fehlt wieder. So, ich habe Town Portals, wenn irgendwas passiert. Kann ich zumindest nach unten. Jemand eine Falle lockt. Okay, oben ist der Techies, Achtung. Fuck. Ich hab Ulti ready. Holy shit. Wir können ihn nicht deaktivieren, oder? Weil wir brauchen Ranged. Was deaktivieren? Wir haben hier Remote Mines unten. Achso, dann komme ich gleich mal runter. Lass mal gucken, ob wir noch mal den Terror Blade kriegen. Geh mal rauf. Na! Ja. Sauber, noch auf jeden Fall. Ich komm runter. Ja. Aber. Nein, ist Richtung Mitte unterwegs. So, ich hab Arcane Aura auf Level 4. Nutzt euer Mana halt gut, dass ihr es habt. Harassed, spammt, scheiße. Wie es geht. Ich gehe mal unten zur Rune. Mana-Boots kaufen? Aber Vorsicht, der Lion und die Windranger, die werden dich killen, wenn sie dich erwischen. Ja, die werden mich killen, wenn sie mich erwischen. Ich hol unten die Rune. Hol du mal oben die. Ah, die Windranger ist schon da. Schon top. Egal, hab eh noch volle Bottle. So, erstmal will ich jetzt unten die. Remote Mines in der Mitte. Sehr gut. So, dieses Werk ist gerade der Sentry abgelaufen. Super. Sind zu lahmarschig gewesen. Ich glaube, ich hole einmal. Kurz. Kann ich den Kurier gleich als nächstes haben? Dann habe ich Observer und Sentries. Da drin. Ich habe auch noch eine Ladung gekauft. Okay. Windranger fehlt schon wieder. Auf dem Weg nach oben. Geh auf Lion, geh auf Lion. Nice. Liegen da wo Minen rum? Oben? Würde ich nicht von ausgehen. Ich habe jetzt mal wieder Wards dabei. Ich warde erstmal gleich die Moonspots. Ich bin reingelaufen, also wahrscheinlich nicht. Mid-Tower taking damage. 12 Minuten rum. Lass mal oben ein bisschen pushen, wenn wir gerade mal hier sind. Ja, Mitte pusht halt auch, aber. Naja. Soll ich einen Sentry mal hier hinstellen? Im Moment braucht man keinen, oder? Ja, schade. Nice. Sehr gut. Macht sie fertig! Sauber! Sehr gut gemacht, Jungs. Rauf da! Ja, dann kill wenigstens den Lion noch. Na wohl, ohne Mana. Naja, trotzdem.
Hm, level ich Frostbite oder Crystal Nova? Mag beides aber ganz gern. War da irgendwo Ward oder was ist passiert? Ward, sag ich schon, Minen oder warum bist du wenig gekillt? Hm, was baue ich denn? Sauber, bleib dran. Schade. Oh, fuck. Pass mal auf da. Ja. Das war knapp. Pass, Achtung, Achtung! Kann leider nicht. Auch Hilfe in der Mitte. Kann nicht jemand bitte porten kommen? Solche Geschichten. Ich bin schon top gepratet, ich kann nicht mehr. Die sind gerade zu viert in der Mitte, glaube ich. Ne, zu dritt oder zu viert, ja. Oh, how wonderful! Your middle tower is being torn to pieces. Naja, ich kam leider nicht dazu, die Walls aufzustellen. Ich habe 3 Stück noch im Gepäck. Ihr könnt oben einigermaßen gut, kannst oben einigermaßen ja gut pushen. Hast ja den Ward dahinter. Nächstes Mal. So leicht könnt ihr ja nicht überraschen. So, ich bin erstmal jetzt dabei, die Wards aufzustellen dann. Ich habe halt Angst vor den Remote Mines, weißt du. Wenn ich da reingehe und der zündet die. Meinst du am 1000 welche? Bin ich ziemlich tot. Also eine liegt mindestens dort, das habe ich gesehen. Ja, ich kann gleich mal dann, ich kann dann schon mal. Wo vermutet ihr noch Remote Mines? Ich habe noch Sentries, so ist nicht. Wenn ihr welche mal gesehen habt, sagt halt Bescheid, dann versuche ich da mal mit Sentries die wegzumachen. Wo war denn der Techis die letzte Zeit immer bottom? Wir müssen hier, hilf mal kurz mit, ich muss die schnell wegkriegen. Danke. Schau, dass du XP bekommst, aber Vorsicht. So, welcher ist der echte? Links oder rechts? Der rechte. Nice, sehr schön. Ham. Ich brauche in der Mitte Hilfe. Hier könnten potenziell Mines sein. Das sind aber keine. Mid-Tower taking damage. Dire structures are fortified. Nein, so knapp. That's one less middle tower for you. Line hängt doch um. Achtung, kommst oben weg. Sauber. Hier, die Wind Ranger noch. Na, fuck. Selbstmord war ein bisschen Overkill. Naja, ich hab kein Mana. Ja, bleib einfach oben. Ich bin auch gleich wieder da. Und dann hast du wieder die Regen Aura. Bräuchte mal einen Tower. Ich sauber. Sehr schön. Stampede used remote mines sind gedroppt. Alles gebaitet. Achtung, die kommen in der Mitte. Ich kann gleich porten. 1, 2. Ich komme hier weg. Kein Problem.
Okay. Das noch auf Cooldown gehabt. Bin auf dem Weg in die Mitte. Der Centaur und der Lion sind da. Engage mal den Centaur. Das müsste klappen. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis ich näher dran bin. Jetzt. Na, ziehen sich zurück, die Säcke. Hilf mir mal unten, Warden. Bottom wird gerade geschickt. Dire structures are fortified. Windrange ist top geportet. Jetzt haut ihr mal weg, den Lion da. Na, schade. Da hätte ich eine Hilfe gebraucht, wie ich halt meinte, beim Warden und die Warden, du bist einfach weggegangen. Jetzt haben sie halt leider meinen Ward und meinen Sentry gekillt. Hat der Sand schon Dagger? So, jetzt helft mir nochmal hier, bitte beim Warden und die Warden, da sind halt Sentries. Und ich brauche dabei Hilfe. Ups, falscher Knopf auch noch gedrückt. Wahnsinn. Bottom tower being attacked. So, versucht mal unten den Tower zu pushen. Sehr schön. Windranger fehlt jetzt. Lass mal unten versuchen weiter zu pushen. Oben, Achtung. Autsch. Ach fuck. Ja. Fuck, nicht genug Mana für Ulti. So ein Scheiß. Hol dein Dings zurück, dein Ulti. Sehr schön. Hier, rauf da. Sehr schön. Windranger auch noch. Sauber. Ja, fast. Sehr schön. Echt nicht mein Talk heute. Und jetzt holen wir uns auch den Tower jetzt. Sehr nice. Das war auch mal dringend nötig jetzt. Sehr schön. Das haben wir mal gebraucht. Jetzt können wir uns vielleicht nach oben den Tower holen. Und dann... Schauen wir mal. Kriegen wir schon noch hin alles. Mit solchen Teams, das heißt, wenn das auch ein bisschen mit Absprache ist, spiele ich echt total gern Support. Das klappt ja auch immer ganz gut. Das macht dann auch echt Spaß. Ist halt in Pubs leider manchmal etwas anstrengend. Hier kann jemand
Die Illusion Rune haben, die bringt mir halt so gar nichts. Oh ja, brauchst du irgendwie Mana oder? Okay, du bist voll. Okay, was geht da? Autsch. Bin auf dem Weg, lauf nach unten. Ja, okay, da. Ich bin auf dem Weg, lauf, lauf, lauf. Haben sie schon aufgegeben? Ja. Natürlich hat sich selber gekillt. Helft mir jetzt mal beim D-Warden wieder. Die haben schon wieder alles hier. Ja. Stellen diesmal hier hin. So. Nun gut, das läuft doch einigermaßen. Natürlich Terrorblade, was immer anstrengend ist. Ich hatte einen ziemlich schweren Start gegen die Windranger, aber jetzt läuft's. Ja, du brauchst auf dem Osa brauchen wir ein BKB, BKB gegen das Team auf jeden Fall, gegen das Silence und so. Bin auf dem Weg nach oben. Lass oben den Tower pushen, dann kann ich auch. Ich habe Sentries und alles dabei. Sehr nice, sehr nice. Ja, okay, den kriegen wir. Sehr schön. Fuck, Orkid, Alter, scheiße. Nice. Sehr schön. Nice. Sehr schöner Kampf. Und sag ich den nächsten Tower. Gar keine Kinkerlitzchen hier. So, ich warde hier mal noch ein bisschen nebenbei. Braucht irgendjemand den Kurier gerade am Secret Shop, sonst schicke ich den wieder zurück. Sehr schön gemacht. Lass gleich mal gucken, dass wir den Tier 2 in der Mitte jetzt angehen. Ich habe Wards dabei und Sentries, dass wir da ein bisschen Druck machen. Bevor er groß... Oh, ouch! Ja, so viel zum Druck. Naja, er hat nur mich erwischt immerhin. Glück gehabt, dass wir nicht gleichzeitig da durchgelatscht sind. Oh ja. Wie gemein das aussah. Alles noch so rot und sie lag so auf dem Rücken. Okay, dann sind die Wards halt weg. die Dings. Wir haben ganz gute Vision gerade. Sollten eigentlich ganz gut eigentlich erkennen, was sie machen. Ich arbeite weiter meinem BKB. Hab Sentries und Observer dabei. Gibt's jetzt irgendwie gerade irgendwie kritische Items bei euch gerade so in Reichweite, dass irgendwie noch ein paar hundert Gold sind oder so, dass wir darauf warten sollen? Weiß nicht, jemand kurz vor BKB? 400, ja. Ja, 444, warten wir nochmal drauf und dann würde ich mal sagen, pushen wir wieder. Hat der so einen Kreislauf, oder wie? Oh Gott, ich glaub's nicht. Fuck. Sehr nice. Hier oben ist, wer ist das denn? Windranger. Ich war noch gesilenced. Alter, wie lange hält der scheiß Silence? Ich dreh durch, danke. Haben sie oben Wards? Nee. Mitte pushen? Mit Windranger tot kann man das schon machen. Ich stell gleich mal einen Sentry dahin. Autsch! Ja, vielleicht komme ich auch gar nicht dazu, einen Sentry hinzustellen. Ich wollte ihn. Da stehen sich Remote Miles back. Ja, weiß ich gar nicht. Ich würde fast vermuten, eher nicht. Weil er die gerade da vorne hat, er hat vorne alles gewardet. Ich glaube nicht, er hätte auch schon jetzt ausgelöst sonst. Auf dem Timber. Ich habe auch gedacht, dass sie weiter hinten stehen und wollte meinen Sentry ein Stück weiter vorne hinstellen und dann hat es mich gleich wieder zerfetzt. Aber je länger wir das Spiel, und das läuft gerade ganz gut, der Terrorblade ist natürlich im Endgame stark und pusht wie Sau, aber der
Aber Techies lässt jetzt irgendwann stark nach. Innerhalb der nächsten 5 bis 10 Minuten immerhin ist ja kein großer Faktor mehr. Es nervt natürlich ja, immer noch. Terrorblade ist eigentlich ziemlich gut für Ember, also. Die ganzen Illus. Stackt alles. Ja, trotzdem ist Ember super. Also, der ist schon sehr stark, ein bisschen gefarmt. Da werden wir unsere Probleme mit haben. Aber wie auch mit Techies, der wird zunehmend weniger nervig. Wenn ihr irgendwo seht, dass Techies da irgendwo was aufbaut, sagt Bescheid auf jeden Fall. Da ist schon wieder. Crystal Maiden und Lion gehen nach oben. Können wir ihn killen? Da ist der Lion, ja, ja. Er geht schräg nach oben. Was geht in der Mitte? Achtung! Oh, Mitte, Trouble. No Mana. Nein! Hatte ich genug Mana! Fuck! Sauber. Sehr schön. Oh, knapp. Schade drum. Oh, auch knapp. Timber Chain knapp daneben gesetzt. Ja, der hat hier an dem Tier 2 hat er nichts. Die haben keine Minen bisher. Weil alle vorne bin ich wieder reingelaufen und sie kamen noch nicht dazu, neu aufzustellen. Ich würde sagen, wir machen den Tier 2 und dann holen wir uns den Tier 2 unten mit meinen Sentries. Sehr schön gemacht. Ich komme runter geportet. Dann holen wir uns den Tier 2 da. Läuft. Läuft, Brudi. Aren't you nice? So, ich nehme nochmal einen Town Porter hier unten mit. Okay, der Terrorblade hat noch nicht mal Manta-Style. Lass Roshan machen. Wer nimmt? Weiß oder Ember? Würde ich sagen. Okay. Für den armen Lion. Und weg die Sau. Ich will auch mal einen Kill. Sauber, hat das schön auf meine gehauen. Oben die Windranger pusht. Radiant have fortified their towers. If I'd like not to lose my top tower is a thought you ever had, I suggest you get over there. Du nimmst. Achtung, kann ich mit hochporten? Ist der Tower noch? Na okay, das ist weg. Your top tower has been destroyed. Vielleicht mal Acker. Okay, das hat jetzt irgendwie zu lange gedauert. Der stackt hier, ne? Hier ist ein Stack der Remote Mines an der Stelle. Also passt einfach auf da. Müssen wir jetzt nicht unbedingt. Jo, soll er da machen, dann hat, denkt er, dass er soll es ruhig in Ruhe machen. Dann darauf achten, halt nicht hier durchgehen. An dieser Stelle halt, wo der Terror gerade läuft, da. Not yet. Reuse mal. Säcke. Lein geht ab. Ich hab gleich mein Ulti ready, dann kann ich wieder Lein töten. Spaß machen.
Achtung, da unten. Bottom. Helf mal, helf mal. Ja, wirst. Du musst Sandstorm mal defensiv auch nutzen. Wie wär's noch durchgekommen? Ich dachte eigentlich, ich komme noch weg mit dem Barrow Strike, aber danach würde ich blinken und plötzlich war ich tot. Hätte nicht gedacht, das reicht noch. Naja, wurscht. Ich glaube, das war das Orchid. Wahrscheinlich. Nee. Das Orchid war schon vorher. Okay, hier haben sie, wie gesagt, auf der rechten Seite, hier haben sie es. Da nicht durchgehen. Aber ansonsten. Hier gammelt irgendwo der Lion rum. Ich glaube, ich gehe als nächstes auf Shivas. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Läuft. Wir können auf Base gehen. Lebt nur noch ein einziger. Nur der Centaur lebt. Haben wir Sentries dabei? Ich habe Sentries dabei. Stelle ich gleich hier weiter oben hin. Will aber nicht haben. Der hat hier vorne alles hier unten voll gepflanzt. Ich stelle es trotzdem gleich hier hin. Ich habe mein Alt hier, aber ich brauche noch ein bisschen. Hätte ich ein bisschen weiter vorne aufstellen sollen. Macht's halt. Ein bisschen Druck. Ja, sehr schön. Schöne Searing Chains. Danke. Ups, können wir vielleicht da noch helfen? Nein. Da kommt noch wer. Ja. Ich habe keinen Fire Run mehr. Das ist schlecht. Ja, dann geh mal weg jetzt. Ich gehe jetzt hier auch weg. Ich stelle mal hier oben noch einen hin. Wenn ich schon gerade mal da bin. Jetzt sehen wir da oben jeden Millimeter, wie die sich bewegen. Ich hole mal nochmal neue Sentries. Naja, da plant alles, da können wir einfach nicht durchgehen im Moment. Außer ich mache einen Sentry, aber ich würde ihn ganz gerne eigentlich da in dem Glauben lassen, dass das da sinnvoll ist. Weil dann stellt er die halt nicht woanders hin. So. Da ist der echte Terrorblade, glaube ich. Ich droppe die Base! Nicht da, nein! Nein! Okay, geht, it. Oder? Immerhin Double Kill. Versucht's mal, ich hab alles ready. Die Wards da unten sind weg. Ich hab eine Fire Remnant. Da oben hat er auch geplant. Hol dir den Techies. Ja. Er wollte gerade noch ausholen, die Sau. Nice. Sehr gut. Da. Bounty-Rune. Was machst du denn? Da liegt eine Bottle. Ja, du kannst sie haben. Ich habe keinen Platz dafür. Für die Bottle? Okay. Dann. Also ich habe jetzt gerade nicht... Da musst du den Kurier tun erstmal. So. Im Moment habe ich auch keinen Platz. Jo, ich leg sie mal in die Base. So, ich habe bald mein BKB. Gar nicht schlecht für 36 Minuten. Aber die Aegis ist expired. Ich sehe einen Line und ich habe 10 Sekunden Cooldown auf mein Ultimate. Da ist der Techies wieder. Der baut ein neues Set auf. Können wir ihn vielleicht da... Okay, dann Terrorblade. Viel hat er noch nicht hier. Also er hat eine Mine bis jetzt da liegen, wenn wir jetzt raufgehen. Obwohl, sie kommen mit mehreren. Na, hat er jetzt schon eine normale Mine, eine Stasis-Mine da auch noch. Wir sehen das ja alles ganz gut. Lass mal das da mal. Kommt ihr weg? So, ich hole nochmal neue Observer Wards. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir erst nochmal Roshan brauchen. Und dann müssen wir, brauchen wir langsam mal die Base. Wir
Wie sieht's itemmäßig bei euch aus? Steht irgendwas gerade demnächst an oder? Ich brauche 200 bis Aghanims. Na gut, das dauert ja nicht lange. Ich kann mal ein paar Minen mit den Illus wegräumen. Dann sehe ich wenigstens. Jetzt Level 16 Ultimate Level 3. Wer sagt das? Haha. Der ist nicht echt. Na, stellt ja schon wieder alles voll mit. Achtung! Kannst du Ulti machen? Sand King? Ich bin gerade Bottom. Okay, habe ich irgendwie gerade verwechselt. Ich dachte, du wärst da. Ich habe auch noch Ulti. Da ist er noch. Ja, ich habe keine Vision, so leicht. Nice. Sie ist gerade am Rand, die Sau. Achtung, nicht da durchgehen. Da sind Minen. Da oben, nicht da lang gehen. Das sind überall Minen. Lass doch die Base trotzdem, jetzt kommt die Base, alle sind tot. Oh mein Gott. Ich hab Sentries dabei, stell dich gleich hin. Ich bräuchte jetzt auch gerade mal den Kurier für mein Plate Mail. So. Kannst du den danach dann gleich holen? Oder du nimmst zuerst. Egal. Look at how invulnerable Dire's powers are. Nur der Lion lebt. Und der Centaur lebt jetzt auch noch. Sehr schön. Das Gebäude kriegen wir aber. Ich push Bot mal, ich bin recht low. Sehr schön. Hol den Tower on back. Enemy's bottom tower has fallen. Genau, rennt einfach. Okay, ihr habt's immer noch geschafft. Double damage. Das war ein welcher Stun, Mann. Der Stun war gut, ne? Das ist echt ordentlich was gerissen an der Stelle. So. Soll ich die Botlets verkaufen oder willst du sie, Martin? Ich verkaufe die ruhig. Kann man Bottles einfach weitergeben? Ja. Bottle kann man einfach weitergeben, ne? Weiß ich sehr gut aus meinem Spiel noch, wo der Patch mir meine Bottle weggenommen hat. Das war so krass. Einfach das wegnehmen. Hätte ich auch noch nicht gehabt bis dahin. So, ich glaube, ich gehe als nächstes auf Hex. Nö, läuft doch ganz ordentlich. Eine Lane down und eine Tower down. Ich würde sagen, demnächst können wir wieder mal Roshan in Betracht ziehen. Wenn wir unten die Lane noch ein bisschen pushen, können wir uns Roshan holen. Wir haben eigentlich Ward dann wieder jetzt mal vernünftig. Und dann müsste das eigentlich gehen. Kann auf den Terrorblade gehen. This will come in handy. Also Roshan oder wie sieht der Plan aus?
Rorschach könnte theoretisch vermint sein. Na, dann stelle ich nochmal einen Sentry rein. So. Ich gebe Vision mit dem Remnant und du stellst einen Sentry hin. Nicht reingehen. Ja. Stell dich doch draußen hin, ja, Martin, was machst du? Darf man ihn da nicht reinstellen, den Sentry? Kann er doch nicht reinstellen. Ja, aber dann reicht der nicht. Sonst kannst du ja einfach Observer Wards reinstellen. Ja, da weiß ich nicht. Es reicht halt nicht ganz weit genug. Die einzige genug. Möglichkeit sind eigentlich die Bäume hier oben mit dem Tree und Anadims, glaube ich. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt push mal einfach. Geil. Scheiße Frosch, ja. Sehr schön. Na, ja, da hat wohl jemand super gewardet, dass wir das alles gesehen haben. Das ist der echte Supporting-Leistung. Nice. Ja, schönes Spiel. Das ist ein schwieriger Anfang. Der Tag ist am Anfang ist echt gut gemacht. Aber gut hingekriegt. Alles explodiert einfach. Achso, die haben aufgegeben. Ja. Ich dachte gerade schon. Ja, aber der Tech ist trotzdem ganz vernünftig gespielt. Schön. Cool gemacht. Und ja, aber auch schön gespielt. Danke für das Match. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.